Wippmann, der ist gleich mal da. Das ist das mit der Flucht jetzt. Aber wirklich ein nettes Fleckerl, das hat er. Ja, nicht schlecht. Frag mich, wie es heutzutage jetzt ausschaut. Aber. Vielleicht. Wir wollen nicht der Scheiße reden über Griechenland, aber ich glaube, es wird sich da jetzt viel geändert haben. Oh, shit. Ist ja was? Darf ich eher eine oder nicht, oder? Okay, der Wächter wird uns fix einmal aufhalten. Aber ist so die Befürchtung? Halt! Ich kann dich nicht durchlassen. Man sieht selten eine Wache vor der Werkstatt eines Künstlers stehen. Ich tue nur, was man mir gesagt hat. Und bis man mir was anderes sagt, kommt keiner rein oder raus. Aha. Geh beiseite, es ist wichtig. Genau wie meine Aufgabe hier. Vielleicht kannst du Phidias nach der Verhandlung sehen, falls man ihn am Leben lässt. Oh, das klingt schon mal interessant. Na, ja, kommen wir mal mit dem da. Ich arbeite für Perikles. Er wünscht, dass ich Phidias besuche. Und ich arbeite für das Volk von Athen. Das will Phidias tot sehen. Ah, geil. Du stirbst auch. Geil. Ja, Drachen können deine mal. Ja, wissen wir nicht. Hat seinen Preis. Wie viele Drachmen hältst du für angemessen? Kommt darauf an, wie viel du hast. Boah, 500 geht, oder? Das sollte reichen. Wenn du jemandem davon erzählst, dann ist das dein Ende. Lustig. Dasselbe wollte ich dir auch raten. Schön. Schön, dass wir sie einig geworden sind. Nehmen wir mal an, es wird sonst eh keiner da drinnen hocken. Wo denke ich aufklettern? Alter. Na. No. Oh, okay, jetzt check ich schon mal, wieso das nicht funktioniert. Alter. Der keine Treppen oder? Also, wie kommt denn der auf? Klettert der auch genauso wie wir da herum? Anscheinend. What the fuck? Entschuldigung. Wie kamst du an der Wache vorbei? Keiner kommt an hier vorbei. Ein bisschen Manni, was der? Perikles schickt mich. Lobet Athena. Ich wusste, er schickt Hilfe. Ich hatte Angst, die hätten dich auf mich angesetzt. Ja, wir müssen ihn wegbringen. Ich soll dich aus Athen wegbringen. Dann weiß er von dem Komplott. Du meinst das Verfahren? So wie ich das sehe, hast du keine Chance. Die Menschen lieben mich. Ich bin Phidias. Doch es gibt andere. Sie. Ja, zum ersten Mal von dir? Wie kann ich dich dann lieben? Bei Zeus. Es ist nicht die Verhandlung, vor der dich Perikles bewahren will. Das ist ein Auftrag, dich zu ermorden. Von wem ist das? Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Ich bin nur ein Künstler, will nur schaffen. Was soll ich denn tun? Als allererstes musst du dich zusammenreißen. Über dich wird gerichtet, die Leute sind gegen dich und der Kult will dich töten. Ich sagte, reiß dich zusammen. Ja, natürlich. Kleon sagt, du verschwendest das Geld des Volks. Wenn es nach ihm geht, schlägt man dir den Kopf ab. Kleon sprach von mir? Das wird Perikles schmerzen. Er ist Gottlosigkeit, nun Raub. Nach allem, was wir für die Stadt taten. Interessant. Du stehst Perikles sehr nah. Für Perikles und mich geht es um unsere Liebe zu Athen. Ah. Diese Unterschiede treiben uns zu Großem. Das ist wahre Freundschaft. Alles klar, gut zu wissen. Also nett, dass da ein bisschen mehr mit Popo zu tun hat. Interessant. Also gut, wir müssen los. Hast du eine Idee, wo ich dich hinbringen könnte? Südlich von Athen liegt die kleine Insel Seriphos. Mein Freund Teras lebt dort. Als ich das Komplott gegen mich aufdeckte, informierte ich ihn. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Na gut, dann. Wenn er Hinweise auf die Identität der Kultisten hat, brauche ich sie. Ja, ja, natürlich. Die Wache. Ich lenke sie ab, du schleichst dich raus. Wir treffen uns heute Nacht und segeln nach Seriphos. Verbirg dein Gesicht, bis wir uns am Hafen treffen. Verstanden.
Sollte ich dich eigentlich vorausgehen, weil... So ein- und ausgehen, oder? Also, wo bist du? Der wollte einfach nur das gönnen, hat sie dann doch gehabt, der kann mir eh noch mehr machen, ne? Fix nicht. Und zerfickt. Ich hoffe, ich krieg meine 500. Ja, ich krieg meine 500 wieder zurück. Na moin. Perfekt. Tja, warte mal, wie geht das? Ja, genau so geht es. Vielleicht wird dir jetzt gleich angezeigt, wo denn die Mission ist. Das wäre nett. Nee, nicht einmal, alles klar. Dann zeigen wir mal die Karte, wo haben wir das da? Das ist, oder? Ja, Flug der Sortie. Ah, haben wir das ganze Ding da. Ah, Wahnsinn. Hoppa, in die andere Richtung. Bertha, eher nicht schlecht. Könnte es kommen. Schau mal vorbei da. Könnten sich da jetzt gut gebrauchen. Außer ich bin fast so schnell wie das Bertha. Da kommt es einmal annähernd hinterher. Jetzt komm mal da. Sonst wird es peinlich, Jacqueline. Sonst wird es peinlich. Wäre peinlich, wenn der Charakter schneller ist als wie du. Na moin, ein paar Drachen werden noch mitgenommen. Na, Jacqueline, alles klar. Alles klar. So, jetzt müssen wir dann wieder mal in die Hocke gehen. Das vielleicht ein bisschen besser ausschaut hier. Aber Athen ist definitiv ein großer Sticker, das muss man schon sagen. Der hat kein Spazier. Nein, der hat leider kein Spazier. Schade. Ist keine richtige Figur. Aber ich habe mal ein bisschen auch in Athen ein bisschen mehr erwartet, das zum Tun. Sie stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Irgendwie habe ich mir das irgendwie erwartet, dass es da ein bisschen mehr zum Tun gibt. Wohl, dann machen wir mal die Missionen und dann reden wir weiter. Weil, wer weiß, wie viel wir da vielleicht ja noch für den Kollegen da tun müssen. Das war eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, wie viel wir da wirklich noch tun müssen für den Kollegen. Damit wir da überhaupt da alle Sachen gemacht haben, damit er uns dann überhaupt dann helfen kann. Wo könnte denn unsere Mutter sein? So in etwa. Wenn wir die Mutter haben, dann erfahren wir auch fix was über den Vater. Ich war schon in Sorge. Ich sagte doch, ich bring dich raus aus Athen. Das hast du. Kann man deinem Freund trauen? Teras und ich sind schon sehr lange befreundet. Ich gab ihm Bescheid, wo er uns treffen kann. Alles klar, gehen wir. Desto gefährlicher wird es. Segeln wir nach Serifos, solange es noch geht. Das sind alle keine richtigen Figuren. Da ist kein Spazi, keine Mumu, keine Didis dabei. Das sind keine Figuren. Die Figuren habe ich nie gesehen. Wäre cool, wenn die ein bisschen quatschen könnten. Bereit, Segel zu setzen! Muss ich jetzt jedes Mal schauen, wo die Drecksmission ist, oder was? Das geht mir ein bisschen jetzt am Arsch. 3000 ist ein gewisser Stichkerl. Das müssen wir schon sagen. Oh, das ist aber auch schön. Das ist auch schön. Ich dachte nicht, dass ich Athen einmal verlasse. Auch ich verließ meine Heimat. Herodotos, welche Insel ist das da vorn? Das, meine Gute, ist die berühmte Insel Salamis. Der Ort, wo die Athener die Perser besiegt haben? In... Na, hoffen wir es mal. Oh, shit. Ich wollte eigentlich nur flüchten. Aber Wahnsinn. Okay, das ist eine Insel daneben. Das schaut schon gut aus für uns. Vielleicht kennen wir sogar die Insel. Na moin. Ich glaube, die Insel kennen wir sogar. Da können wir auch gleich eine Schnellreise finden und unser Speer machen.
Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab, was das noch ist für ein Gebiet. Warten wir da noch ein bisschen ab. Warten wir da noch ein bisschen ab und dann schauen wir halt weiter. So, ich muss da durch. Dankeschön. Das ist aber ein schöner Ausgang jetzt gerade. Alter, das war ja das Fleckchen. Ja, genau, weil wir die Kultisten da fertig gemacht haben. Na moin. Was denn? Die Stille füllen. Oh, das wollte ich auch gar nicht, wirklich. Es kommt nur nicht so oft vor, dass ich über das Meer reise. Das kann befreiend sein. Ja, befreiend beschreibt es ganz gut. Obwohl mir auch ein bisschen schlecht ist. Lehn dich über die Reling, wenn es sein will. Ansonsten wischst du es auf. Ja, da waren wir schon. Oder es kommt vielleicht noch was. Aber normalerweise. Ja, wir haben es geschafft. Na schau. Das haben wir sogar schon alles gemacht. Perfekt. Dann gehen wir auch gleich den Speer upgraden. Nice. Nice, nice, nice. Was war denn das nochmal für eine Insel? Ah, das war das mit der Hexe. Ja, genau so. Ja, so geil die Mission. Das mit der Hexe war top. Na, schon auch gut aus. Schon zwar ein bisschen mehr wie Spartaner aus, die Crew. Schon auch fein aus. Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah ja, die gütige Heldin, die du in deinem Brief erwähntest. Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Oh, hoffentlich. Ja. Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Ich glaube, es schweben noch mehr Athener in Gefahr. Dankeschön und Kultistenhinweis. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ah, da haben wir sogar was ganz was Wichtiges anscheinend. Kann man aufdecken. Yes. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Warte, die Pappen. Alter, uns fehlen noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 anscheinend noch. Und dann hätten wir einmal alle da so ein bisschen. Und dann werden wir eh sehen. Wenigstens. Ja, wir waren ja sowieso noch einmal auf allen Orten, also ist eh wurscht. Was sagt das Inventar? Was gibt es Neues? Dolch? Oh, der Dolch ist sogar auf 1000 Pistonarisch. Jo, ja, wieso nicht? Jo, da sage ich ja. Da sage ich fix ja. Da ist nix. Fußsaal. Ah, nicht wirklich sowas Interessantes leider. Ah. Passt. Ein Schiff. Gibt es glaube ich nichts? Ja, das war mir eh klar. Ja, passt. Dann machen wir kurz eine Schnellreise zu unserer Insel. Da nur kurz ein Grundcheck. Haben wir alles erledigt? Perfekt. Da ist ja das. Perfekt. Bist du deppert? 45 heute, Pappen, Alter. Bist du deppert? 45 ist wirklich eine harte Nuss. Also 45 ist. Pui, 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 pui. Das ist 45 Kanz. 45 Kanz definitiv. Boah. 45 musst du mal kommen, Alter. Ich glaub da mal beim letzten Speer-Upgrade und dann geh erst hier zu dem wahrscheinlich. Wäre aber auch eigentlich sogar nicht mehr so eine schlechte Idee. Ich werde mal alle Kultisten so fertig gemacht haben, dass wir erst dann dort hingehen. Wir sind eigentlich sogar bald so stark, dass wir eigentlich sogar unseren Bruder herausfordern könnten. Wir schon bald 35 sind. Der Gegner, ich glaube der Bruder war ja auch 35.
So, jetzt kommt mal ein Upgrade. Jetzt kommt mal ein Upgrade. So, ich hoffe, dass wir dann auch um einiges stärker dann auch noch werden. Beziehungsweise, dass man dann vielleicht auch das ein oder andere Upgrade bei den Fähigkeiten dadurch umso mehr durchführen können. Das wäre auch nicht schlecht. Dann wissen wir vielleicht mal wenigstens, was wir dann wieder upgraden. Schaut schon gut aus. Schaut schon gut aus. Fast wie neu. What the fuck? Shit. Und wieder mal upgraded. Perfekt. Oh, da können wir natürlich gleich mal schauen, was wir dann da schönst neu haben. Da können wir schauen. Haben wir da eigentlich unser Schiff? Nein, da haben wir eigentlich nicht unser Schiff, aber wir könnten sicher da irgendwo. Okay. Ah, da haben wir auch wieder einen Kultist. Perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, da machen wir da einfach da schnell reisen und dann haben wir es da eh auch schon wieder. Ja, passt. Ja, das wird, und das werde ich mich da kümmern. Fähigkeiten, was haben wir da jetzt? Haben wir da jetzt? Können wir da jetzt so? Okay, von den ganz speziellen mal nicht. Ja, okay, Speerstufe 5. Satz das Steppert. Dann machen wir mal das. Können wir mal ein Upgrade machen. Ja, ich hätte auch das machen sollen. Aber ja, da haben wir sowieso wieder mit den Speerstufen. Speer, Speer, Speer. Leck mir am Arsch mit dem Speer. Passt. Dann hätte ich gesagt gehabt, ich mache meine Schnellreise. Haut rein, bis zur nächsten Folge.